Oh, was ist denn dies schon hier los? Der Wein ist ja schon fast fertig. Er hängt ja schon in Flaschen am Weinberg. Na, sowas kriegst du gar nicht ab. Davon mal einen Ableger machen, ist gar nicht schlimm. Wir schneiden ein Stück vom Weinstock ab und machen es wie die Profis. Topf, Ableger, Erde. So sieht's doch mal schon gut aus. Dann brauchst du nur noch mit Rotwein gießen. Dann brauchst du nur noch ein bisschen warten. Und schon siehst du die ersten Keime. Noch ein bisschen klein, aber funktioniert!